Lasst mich, weil es mir wichtig ist und weil ich es loswerden möchte, noch den einen oder anderen Appell an dieser Stelle hinausschicken ins Land, hinausschicken zu euch und allen mitgeben, einen Appell an wichtige Gruppen dieses Landes. Ich appelliere an die Ärzte und ich appelliere an die Wissenschaftler. Habt Mut! Habt Mut! Habt Mut, die Kritik an völlig unsinnigen Maßnahmen, die Warnungen vor gefährlichen Wirkungen und Nebenwirkungen von diversen Stoffen, die da herumgeistern, oder das Benennen der Kollateralschäden, das auch laut zu sagen. Habt den Mut, das laut zu sagen, was ihr untereinander redet und was mir auch viele im persönlichen Gespräch, aber immer nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitteilen. Fürchtet euch nicht vor den Mächtigen. Wir sind in der Zwischenzeit die Mehrheit. Sagt die Dinge laut. Liebe Ärzte, denkt an den Eid des Hippokrates und nicht an das, was euch die Ärztekammer auf ein paar Zetteln vorschreibt. Der Eid des Hippokrates verpflichtet euch denjenigen gegenüber, die ihr behandelt und nicht denjenigen gegenüber, die die Macht im Land haben. Das ist der ärztliche Zugang und setzt diesen Schritt, traut euch, wir brauchen euch. Wir brauchen die Ärzte und wir brauchen die mutigen Wissenschaftler. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ich appelliere an die Polizisten in diesem Land. Die Polizisten, das sind unsere Mütter und Väter. Das sind unsere Schwestern und Brüder, das sind unsere Töchter und unsere Söhne. Sie kommen aus unserer Mitte. Ich appelliere an Sie. Ihr seid der Verfassung verpflichtet. Und ihr habt nicht den Auftrag, euch parteipolitisch instrumentalisieren zu lassen für ein paar Heißläufer im Innenministerium. Diese Polizisten brauchen wir, die immun sind gegen diese Aufträge, die es nur darauf anlegen, hier eine Eskalation hereinzubringen, ohne jede Not. Diese Polizisten brauchen wir. Wir brauchen sie für unsere Sicherheit und unsere Freiheit. Und ohne Freiheit keine Sicherheit und ohne Sicherheit keine Freiheit. Deshalb mein Appell. Ich appelliere an die Lehrer in diesem Land. Ich appelliere an die Lehrer in diesem Land, denen wir mit unseren Kindern das Wichtigste und Wertvollste, was wir haben, in die Hände gegeben haben. Vergesst nicht, dass es auch das Verletzlichste ist, was wir euch anvertraut haben. Vergesst das niemals im Umgang mit unseren Kindern. Lehrt die Jugend den Mut zu haben, den eigenen Verstand zu benutzen und lehrt die Jugend, dass man miteinander viel, viel stärker ist, als man es als einzelnes und isoliertes Wesen jemals sein kann. Und liebe Lehrer in diesem Land, eines möchte ich euch mit auf die Reise geben. Denkt daran, dass seit eh und je, und das wird sich niemals ändern, der beste Lehrer das gute eigene Beispiel ist. Geht mit gutem Beispiel voran und macht nicht alle Wahnsinnigkeiten mit, sondern unterstützt die Kolleginnen und Kollegen, die gerade unter die Räder kommen, weil sie versuchen, unsere Kinder vor diesem Irrsinn zu schützen. Das ist mein Appell an die Lehrer und Lehrerinnen, die wir brauchen. Mein letzter Appell richtet sich an die Politiker. Er richtet sich an die Politiker. Seid euch im Klaren darüber,
dass ihr den Menschen zu dienen habt und nicht umgekehrt, verdammt noch einmal. Das ist die Aufgabe der Politik. Ihr habt für die Interessen der Bevölkerung stark zu sein, aber ihr habt nicht umgekehrt eure Stärke dafür zu benutzen, um die Interessen der Bevölkerung klein zu machen. Demut, meine Damen und Herren in der Politik, Demut, das ist die erste Kategorie, nach der ihr euer Handeln auszurichten habt. Und Wahrheit muss das nächste Gebot sein, unter dem eure Worte und eure Taten stehen. Das ist mein Appell an die Politiker. Und wer dazu nicht bereit ist, hat im politischen Geschäft nichts verloren.